Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf unserer Insel zusammen mit Sarah. Hallo Sarah, sei gegrüßt. Hallo Richie, hallo Borstmau, hallo YouTube. Und mit Borstmaul, hallo Borstmaul, wie geht's Hallo euch? Sarah, hallo Richie. Gott sei Dank wieder alle vereint. Ja. Hat ja es gut geklappt vom Flugzeug zurück mitten in der Nacht. Gut. Da wollen wir mal zufrieden sein. Ich will mal ganz schnell schauen, ob ich meinen Beutel bekomme. Willst du nicht erstmal schlafen oder Ja, wenn wir zusammen schlafen wollen, dann können wir das ist gerne der Bottle tun. dann weg, Richie? Das weiß ich nicht. Oder ist er, bleibt er Nein, ich da? glaube, er ist noch da. Aha. Ja, okay. Bis jetzt ist es mir auch nicht aufgefallen, dass der eine zeitliche Begrenzung hat, oder. Aber es Okay. kann natürlich, es Wir könnte können sein. ja Ich mal weiß eben es schauen, ob eben wir nicht. schlafen können, ob es überhaupt geht. Okay. Jawohl, wir könnten schlafen. Sehr gut. Weil dann findest du den Bottle ist schneller. So, ich ratze. Ich bin Ja, auch. alle sagen, wir gehen schlafen. Und was mache ich? Ich gehe erstmal zu den Vogelkäfigen und finde hier das Z nicht. Wo ist das Z? Z, da ist das Z. Okay. Ach ja, Ja. nicht Einmal speichern tageslicht. wäre nicht schlecht. Ja, gute Idee. Die alten Jawohl. Speicherstände vom 4.8. brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann nehme ich den zweiten Slot. Wunderbar. Ja, ein Backup haben wir ja. So, dann haben wir alle Hunger. Oh ja. Ein würziger Schlöckchen trinken. Wollen wir Holz hacken? Ja, wir müssen Holz hacken vielleicht nicht, aber das Holz besorgen. Ach, den Wagen umdrehen, ja. Ja. Okay. Wo ist der Herr Wagen? Ich komme gleich, ich muss auch nur was essen und trinken. Na, ich bin ja auch ein Held. Da war ich schon auf der Insel und habe meine Stöcke nicht dagelassen. Schade. Hey, hier sind die ganzen Bäume nachgewachsen. Ich glaube, die Kannibalen, die haben da so einen Tanz, den die dann nachts, wenn sie uns erledigt haben, ausführen und dann. Wachsebaum, Sarah Wachsebaum. Ritchie, wie ist das, wenn wir ein Schränkchen bauen würden? Könnten wir da unsere Medikamente einlagern? Medikamente, ja. Für Medikamente haben wir einen Weil, wie Schrank. ist das denn jetzt, wenn ich meinen Beutel hole? Das, was ich jetzt noch drin habe und es ist Platz, behalte ich das oder ist das dann weg? Das behältst du, glaube Das ich. behalte ich, glaube ich. Naja, ich werde es testen. Ich habe jetzt zweimal Medikamente, zweimal Alkohol, zwei Soda. Gut, dann werde ich das jetzt mal testen. Weil da bin ich mir noch gar nicht so bewusst drüber. Und ich hole meinen Beutel. Mal einmal gucken, links, rechts gucken. Keiner da, kann ich gehen. Richie, hast du es geschafft mit dem Wagen? Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ja. Gut. Sind die ganzen Baumstämme jetzt weg oder wie? Ich möchte nichts Falsches sagen, aber nein. Okay. Ich hau mal noch einen Baum, einfach weil er da steht. Das ist der eine, der muss gehackt werden. Ja, der steht im Weg. Die sind alle gewachsen, nachdem die getanzt haben, die Kannibalen. Baum fällt Baum Richtung fällt Borstenmaul. Richtung Backup, genau. Ey, da Und passt aber viel drauf. Das ist schön. wuppeldi-wuppeldi-wuppeldi-wupp. Ach so, hinten liegen alle. Dann lassen wir die hier vorne liegen, dann holen wir die nachher. Ach so, das war's. Was war's? Ja. Okay, dann nehme ich die zwei noch mit. Oh, es Da. regnet. Regen ist gut, füllt unsere Wasserbecken auf. Das ist aber auch geschickt gemacht mit dem Wagen. Man sieht das gar nicht, ne? Vorne, wo man hinfährt hiermit. Nee. Ach,
Das ist aber ein perfekter Ort hier, den wir gewählt haben. Nein, der ist schon klasse. Ja, hier vorne ist, hier kann man einfach Gas geben, einfach durchbrettern hier und das geht schon. Richie, ich habe bei dir im Inventar einen Kanister gesehen. Was kann man damit machen? Kanister? Kann man damit auch Wasser holen? Ich guck grad mal. Der ist unterhalb des Pots. Treibstoffkanister. Füllt die Kettensäge wieder auf. Aha, Kettensägenmassaker. Oh, geil. Ja, ich glaube, dann haben die aber echt nichts mehr zu lachen. Vor allen Dingen, wenn Richie die in der Hand hat. Ja. Gut. Richie, warum lagerst du die da? Keine Ahnung, warum mache ich das eigentlich? Ja, frag ich mich. Du schmeißt die einfach ins Wasser hier, oder? Ja, weil Boss mal holt die ja. Ah ja. Wir brauchen noch 21 Stück. Problem. Dafür sind wir ja da. So. Und wubbeldi 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 wupp. Ich mache mir Sorgen um Flipper. Eine Sorge, der ist nicht mehr. Der macht nichts mehr. Der hat sich satt gegessen. Außerdem ist ihm das zu langweilig. Immer das gleiche Fleisch. Ja, er hat mich ja noch nicht probiert. Also ist er auch noch nicht weg. Ach, ich glaube auch, der macht nichts. Noch 19 Stück. 17. Also, Alle. Du bräuchtest nicht mehr großartig was fällen. Einfach die Baumstämme, die wir noch haben, bringen. War angenommen, wir wollten ans Blockhaus noch ein paar Vogelhäuschen bauen. Brauchen wir da auch Holz für? Also Baumstämme? Ich glaube, ja. Vogelhäuschen, Blockstämme, ja. Kannibalen kommen. Dann ich lock sie mal zu euch, ja? Ja, ja, lock mal. Aber nicht, dass sie auf den Trick kommen, hier jetzt hier... Nein. Weichen. Das wissen die doch gar nicht. Das sind die Gurken. Richie kommt. So. Jetzt gib uns deine Knochen freiwillig. Dann kannst du wieder abhauen. Na, geht doch. Siehste. Gut zureden. Ist schon erledigt? Naja, da war eine ganze Horde, aber... Ach, den haben wir im Regen erwischt. So möchte ich auch nicht sterben im Regen, oder? Na, kommt drauf an, wenn es kein saurer Regen ist. Dann vielleicht. Pass auf, da oben könnten noch welche sein, am Wagen so ungefähr. Okay. Ach so, wollte irgendjemand den Kopf haben vielleicht? Nein, sollen danke. Können wir ja noch so eine Lampe da an der Brücke hinbauen, noch eine zweite. Mhm. Dann sieht das ein bisschen einheitlich aus. Dann, ja, dann kann man schwerer draufspringen, oder? Nee, an der Seite, nicht direkt da. Man muss ja nur von vorne hochkommen. Aha. Och, die anderen sind alle abgehauen, haben ihren Kumpel einfach alleine gelassen. Ja, geh mal, lass dich mal schießen. Hey! Was denn? Haben die aus dem Wagen das Ganze... Ach, ich habe noch gar nichts aufgeladen, oder? Erschreck mich doch nicht. Ich dachte, die hätten das ganze Holz hier rausgeholt aus dem Wagen. Aber ich glaube, ich habe den nur abgestellt. Dann kam er schon. Der Kannibale mit seinen Kumpels. Zu viele Bäume hier. Ich hack sie alle um. Na, worauf lauerst du, Sarah? Ich hab nur mal gewechselt. Schöne Blumen. Oh. Ein Blumenkleid vielleicht. Mhm. Für unsere Hütte dann. Möglicherweise kann ich schon wieder kein Fleisch auf dem Schiff, auf dem Hausboot aufhängen. Auf dem Floß. Komisch. Naja, wir werden sehen. Du hast einen Baumstamm vergessen.
Ja, der ist, der passt nicht mehr. Einen habe ich vergessen. Also der jetzt sichtbar war, aber es sind ja noch mehr. Okay. Oh, das regnet aber lange diesmal. Ja. Ja, heute ist der Tag des Regens. Regenzeit. Ja. Ja, bin ich denn heute nur noch besoffen oder was ist hier los? Mein lieber Mann. So. Soll noch mal einer sagen, ich könnte das nicht. Ab zur Hütte damit. Ich habe keine Energie. Keine Energie. Oh. Schade. Geh los zu sein. Ich habe auch nur die Hälfte Energie nur noch. Noch 5 Stück für das Haus. Jawohl. Aha. Ja, nee, das ist alles drin geblieben übrigens. Also das, was man am Flugzeug gesammelt hat, bleibt dann drin, wenn man sich seinen Beutel wiederholt. Ah, schön. Deswegen hätte ich gedacht, vorher vielleicht einfach Dingens und so. Ich hab die Kräuter nicht mehr. Oh ja, jetzt. Jetzt trinke ich hier zwischen den Baumstämmen. Also jetzt geht's los. Muss ich welche wegnehmen? Warte. Ich wollte ja eigentlich auch so elegant wieder rüber. Du bist außer Gefahr? Ja, ich bin hinter dir. Das ist schön. So, noch einen, Richie. Einen noch. Fällen oder? Nee, nicht mehr fällen erstmal. Alles Holz herbringen und dann bauen wir uns ein Bettchen rein, ein Kamin. Genau. Das dürft ihr entscheiden. Ich habe heute genug an meiner Bude gebaut. In einen anderen Titel. Ein Vogelhäuschen hätte ich gerne. Das sowieso. Nee, der Vogelhäuschen, Entschuldigung. Wo sind denn alle hin? Jetzt hatte ich gerade einen Kessenspruch auf der Lippe, den werde ich aber nicht sagen. Na, sag ruhig. Jetzt wollte ich gerade sagen, ich habe es aber nicht gesagt, ein Vögelhäuschen ist was anderes. Ach so. Habt ihr geschrien? Nö. Oh, dann habe ich mir das vielleicht nur eingebildet. Du haust in die falsche Richtung, ich war hinter dir. Vorsicht, Kannibalen hinter mir. Ich lock sie mal zu euch. Oha, das könnte knapp werden jetzt. Ja. Wie viel? 2. Ja, 2 wenigstens, 2. Aber ein weißer. Gib Gas. Mit Tattoos. Aua. Ich kann nicht so schnell, wenn ich die Baumstämme schleppe. Ab ins Wasser, Wasser. Jo, prima. Geschafft. Seid ihr alle da? Jawohl. Hey. Der kennt den Trick jetzt mit den Baumstämmen auch schon. Wieder so ein Wuselgrusel. Ja, das sind die Wuseligen, da lege ich, da habe ich gar keinen Wert. Da möchte ich gar nicht. Da, zack, in die Schulter. Wenn ich dir so in die Schulter schieße, einen Pfeil, ja, dann lachst du nicht mehr. Das war's. Prima. Da oben kommt dann noch einer. Richie, hey, aufpassen. Der brennt ja schon. Ja, Sarah, glaube ich, ne? Brandpfeile, klasse. Okay, der andere ist abgehauen. Holst du dir die Pfeile? Schon geschehen. Wunderbar, schön. Gleich verbrennen oder erstmal sammeln?
Ach so, Moment mal, Moment mal. Jetzt möchte ich aber doch mal. Ich verbrenne den nicht. Darf ich den auseinandernehmen? Ach, das ist ja ein normaler. Ach, egal. Ich nehme ihn auseinander, ja? Ja, bitte. So, Pfeile sind wieder da. Alles gut. Ich brauche zwei Baumstämme. Jo, kommen. Ich hab ein Bein. Zwei Beine habe ich gleich. Können wir nicht auch Totems bauen? Ja. Darum wollte ich jetzt mal anfangen, ein paar Teile zu sammeln. Vorne da. Der Kopf. Bleib hier, Kopf. War so. Da kann man jetzt aber nichts mehr machen. Hier vorne am Steg in den Gestellen sind noch Baumstämme. 4 Stück oder so. Hey, okay, super. Unsere Baumstammlage am Strand. Die sind ziemlich coole Schildkrötenfallen. Der eine ist abgehauen. Ob der jetzt Bescheid sagt? So, der brennt. Die Schildkröten, naja, gut. Ach komm, lass die Schildkröten, oder? Brauchen wir Fleisch? Ja, wir brauchen immer Fleisch, ja, oder? Fleisch ja, brauchen eben. Wir immer. Komm her. Alle drei. Oh, die Schildkröte. Wir haben Blaubeeren. Cool. Yummy, yummy, yummy. Die Schildkröte hat ein Lager kaputt gemacht. Echt? So stark? Ja. Musst du dir mal nachher angucken auf der Aufnahme. Okay. Vielleicht war es aber auch die Axt. Oh, so. Ja, ich geb's gleich zu. So gut ist das doch nicht mit der Schildkrötenfalle hier. Aha. Fleisch, 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 zu viel Fleisch. Hey, das schwarze Fleisch. Oh, Moment, Moment. Ja. So. Oh je, so viele Steine. Oh je. Was habe ich mir da angetan? Was brauchst du, Steine? Ich brauche Steine, Steine, Steine. Ja, dann sammle ich auch Steine. Du sagst mir nur, wo ich sie anbringen soll. Im Haus. Gut, das werde ich dann sehen. Kamin. Oh ja, Kamin, das ist stark. Oh, was habe ich denn gemacht? Freue ich mich. Wieso gucken das so raus? Muss das so rausgucken? Dann? Ja, ich nehme mal an, das ist. Wieso kann man das so ineinander schieben? Nein, da ist was verkehrt. Oh je. Oh. Nee, aber irgendwie auch nicht. Oder doch? Doch. Hat jemand das Holz weggenommen hier vorne? Ich habe alles eingelagert. Dann hole ich mal den Wagen. Sei so gut. Oh nein, oh nein, nein, das geht nicht. Nee, dann komm lieber in Sicherheit. Ja, es geht nicht, weil ich... Moment, dann lasse ich das da für einen Notfall. Ich kann ja jetzt noch überschwimmen. Geht ja noch. Mist, ich habe den Kamin blöd gebaut. Dann reißen wir nochmal weg, ist ja kein Verlust. Steine wie kann ich ihn wegreißen jetzt? Mit C. Also bei mir wäre es C. Soll ich es probieren? Aber ich, ah, ja, okay, danke, habe ich schon. Alles danke, klar, danke, wunderbar, danke. Prima. Also nochmal vernünftig bitte platzieren. So. So, ich kann keine Steine mehr sammeln. Dann warten wir, bis der Kamin kommt. Moment. Ja, Steine sammeln. Wie sieht's denn? Ach so, wenn meine man sitzt. Lieben Freunde, traurige Mitteilung. Es ist gleich wieder soweit. Ja. Da sind wir wieder am Ende der Folge. Dann bedanken wir uns fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Tschüss.